Müssen wir mal eine Pause machen. Das ist echt hart. Ich bin seit 3 Stunden in diesem Weinberg mit einer Gruppe Erntehelfer. Heute Morgen um 8 ging's los bei Winzerfamilie Schlepper, ein Biobetrieb. Start der ersten Weinlese in diesem Jahr. Da war ich noch fit. Was erwartet dann auch mich? Der Muskelkater dann heute Abend oder wie sieht das aus? Das kann schon sein. Ihr geht ja in die Steillage und ja, da geht's gut runter und Muskelkater ist durchaus möglich. Schaffe ich das alles oder kann ich auch was falsch machen? Das schaffst du. Alles gut. Dann geht's los. 10 Minuten Autofahrt zum Weinberg. Hauptsächlich Freunde und Bekannte sind dabei. Keiner hier ist vom Fach. Winzerhund Paolo fährt auch mit. Was motiviert die Helfer, im Weinberg zu schuften? Das ist auch ein schöner Ausbruch aus dem Alltag, den man sonst hat. Ne? Und ich liebe es halt, hier im Weinberg zu sein. Und bei so herrlichem Wetter ist es natürlich auch toll. Ne? Und ich mache es ja jetzt keine 14 Tage, sondern heute einen Tag. Und dann macht es auch Spaß. Die letzten Meter geht's zu Fuß weiter. Einweisung vom Winzer. Wir lesen heute 2 Weinberge hier. Das heißt, der eine ist der Rosa Chardonnay. Mit dem fangen wir an. Das ist quasi das Vergnügen. Etwas schwieriger wird's bei dem Merlot. Was das bedeutet, werde ich später noch merken. Jetzt geht's erstmal ran an den Rosa Chardonnay. Und einfach reinschmeißen. Einfach in den Eimer schmeißen. Das macht den Trauben nichts. Nein, nein, nein. Und am besten wirklich nicht mit der Hand, weil dann hat man sich leicht in den Finger geschnitten. Ne? Auch unten greifen. Also wenn, dann einfach unten greifen. Genau. Und dann zeigt uns der Winzer noch den Feind des Weinbergs. Das ist tatsächlich etwas, was wir jetzt hier bei dem Rosa Chardonnay nicht drin haben wollen. Ist es auch gepaart von Essigfäule. Also das genau, bitte. Ist das ein Schimmel? Oder? Genau. Also dann, sind ja nur 800 Quadratmeter. Ja, klappt aber gut. Aber schon bald merke ich, Schaffen im Weinberg ist schon anstrengend. Aber es muss ja weitergehen. Kurz vor 12 bin ich irgendwie durch. Das ist echt hart. Kurze Pause, bevor es in den nächsten Hang geht. Wie geht's eigentlich den anderen Helfern? Oh Mann, was für eine Arbeit, ja. Also ich meine, allein eine Reihe. Haben Sie jetzt eben selber miterlebt. Strengt ne? an. Ja. Und ja, und ich bewundere die Leute, die das heutzutage überhaupt noch machen. An der extra Steillage wächst der Merlot. Und dem hat der feuchte Sommer nicht gut getan. Ganz viele Trauben sind verkümmert. Für den Winzer sortieren wir hier aber viel zu großzügig aus. Wägt ab, während ihr abschneidet, ob ihr die Traube dann reinwerft in den Eimer oder ob ihr sie einfach auf den Boden schmeißt. Ne? Das wäre ganz arg wichtig, weil das ist wirklich schade um diese Beeren. Eben gerade, weil es weniger Ertrag ist, wäre es gut, dass wir dann halt das bisschen Ertrag, was wir haben, dann auch haben und dass es dann am Rebstock bleibt. Ne? Wie sehr blutet Ihnen denn das Herz, wenn Sie da so was wegschneiden müssen, wo nichts dran ist? Also ich habe dann schon immer vor Augen, wie viel Mühe wir das ganze Jahr da reinstecken. Und gerade jetzt in der Steillage, das ist schon ein hartes Stück mehr Arbeit als jetzt in der Flachlage. Okay, ich habe verstanden. Es geht hier wirklich um jede einzelne Traube. Um 1:30 mittags, Feierabend am Berg. Immerhin 400 Kilo Merlot sind es dann doch noch geworden. Normal wäre das Doppelte. Wie geht's denn jetzt weiter? Was steht als nächstes an? Essen. Und ein Schlückchen Winzerwein natürlich. Mindestlohn und eine freie Mahlzeit sind nicht der Grund, warum hier alle helfen. Es geht vor allem darum, die Winzer zu unterstützen. Feierabend für die Helfer, im Keller dagegen geht die Arbeit jetzt erst richtig los. Der Merlot muss schnell in die Tanks. 300 Liter Most können die beiden heute aus unserer Tagesernte pressen. Der große Moment. Wie wird der Zuckergehalt sein? Also um die 97 Grad Öxeln. Frischer Most. Immerhin, das verspricht eine Top-Qualität. Oh, wow. Mega süß auch, ne? Hey. Was ich mich heute aber schon den ganzen Tag gefragt habe, wie schaffen die beiden das so ganz ohne Angestellte? Wir bräuchten Marketing, Vertrieb für die Steuern, auch noch jemanden. Aber die Jobs machen wir alles selber in der Familie. Und dann könnte so ein Tag schon 48 Stunden haben. Heute werden die beiden noch bis 10 Uhr nachts in ihrem Keller zu tun haben. Und mir ist klar geworden, wie viel Arbeit im Winzerhandwerk drinsteckt, bevor der erste Wein im Glas ist.